So, da sind wir. Mal sehen, was Dr. Time heute für uns für eine Aufgabe hat. Hallo Dr. Time, wo sollen wir denn heute hinreisen? Ah, okay, ich verstehe schon. Wir reisen also heute zum Lars. Ich meine zum Mars. Was? Was, ich bin hier. Hi, was machst du denn hier? Stimmt, wir wollten uns hier treffen. Easy. Hallo. Ich hab grad gesagt, wir heute zum Lars reisen? Wir reisen heute zum Lars, ja, genau. Willst du mitkommen? Lars, Mars. Nö. Oh, okay. Na gut, irgendwie nein, warte. Hast du schon mal eine Zeitreise gemacht, Lars? Ja. Ja, wirklich? Oh. Ja, ich habe eine Zeitreise gemacht, da habe ich mir selbst in den Hintern getreten und dann, ja. Da bist du durch die Zeit geflogen. Hast dich so doll in den Hintern getreten. Ja, genau. Ich habe mir so in den Hintern getreten, dass ich einmal durch die Zeit passiert mir auch ab und zu, ne? Aber das ist, ja. Okay, Leute, also in 5 Sekunden geht's los. Wir hören jetzt mal auf, wie Schwachsinn zu labern und schalten die Zeitmaschine an. Oh, yes. Oh mein Gott, was? Ultra cool, oder? Oha, voll der coole Effekt. Und jetzt geht's los. Wir reisen vor allem zum Mars, aber inwiefern ist das eine Zeitreise? Reisen wir in die Vergangenheit oder in die Zukunft? Oder reisen wir in die... Oder reisen wir? Sieht sehr nach Zukunft aus, guck mal. Hier sind wir. Minecraft Zukunft? What? Also wir haben jetzt 2089 und jetzt wird der Mars endlich besiedelt, Leute. Oh mein Gott. Oha, also das ist ja gar nicht mehr so lange. Willkommen im Universum. Ey, wenn das so weiter ist, vielleicht werden wir das sogar noch mitkriegen. Ja, wir werden das noch miterleben, genau. Du weißt, unsere Mission ist es, die Gems zu finden in dieser Zeit. Also, wir haben bisher 2 und wir müssen noch einen entdecken. Oh, warte mal. Oh, der Mars sieht aus wie ein riesen Lolli. Oh Gott, wir haben gerade einen elektromagnetischen Impuls getroffen. Unser Raumschiff fängt an zu rütteln. Oh mein Gott, alles ist außer Kontrolle und alle Schaltflächen sind kaputt gegangen. Wir versuchen, die Computer zu rebooten. Hey, easy. Was ist los? Hast du mal einen Schokoriegel? Hör auf, Lars, keine Schokoriegel jetzt. Ich hab Lust auf einen Schokoriegel. Oh, haltet euch alle fest. Oh nein. Ich würde so gerne einen Schokoriegel essen. Hör auf, von Schokoriegeln zu reden. Wir crashen gleich auf dem Mars. Oh Gott. Habt ihr hier hinten einen Schokoriegel? Oh nein. Oh, geht's euch allen gut? Was ist passiert? Wo ist mein Schokoriegel? Warte, ich sehe jemanden. Wo sind wir? Oh, wir sind immer noch im Raumschiff. Wir sind... Guck mal. Das ist kaputt. Wir sind auf dem Mars. Aber wir sind gelandet. Mir hat gerade jemand eine Waffe an den Kopf gehalten. Woher hat der die Waffe? Oh, guck mal, man kann sich hier Waffen nehmen. Ich kaufe mir mal die für Robux. Die sieht gut aus. Das ist eine Mega-Rifle. Okay, krass. Kann man hier raus? Oh, die schießt Laser. Ich weiß nicht. Grab Laser Pistol. Genau, alle müssen sich jetzt eine Laserpistole nehmen, weil wir werden sie brauchen. Lars, guck mich mal an. Alter, du hast mir in den Kopf geschossen. Was geht denn hier ab? Alter! Ey, hier, nimm das Alien. Oh mein Gott. Cool, wir haben ein Alien. Da hinten ist noch einer. Treffen wir den. So, zack, ja, batz. Der nimm das Alien. Ich habe hier ein Alien Level 3, der greift mich nicht mal an, der schießt an mir vorbei. Ja, der hier steht auch einfach nur rum. Als wäre der betrunken oder so. Hä, was ist das für ein Helm? Alien 4, Alien Nummer 4. Wenn du da durch diesen, guck mal, wenn du durch dieses komische Helm-Ding da guckst, komm mal hierher zu mir. Komm mal her. Was ist der? Dich mal. Oh nein, er ist weg. Oh nein. Oh, weil da, die droppen so eine komische Lupe als Kopf. Das sieht voll lustig aus. Warte mal, ich glaube, ich muss mal ganz kurz die Sounds ein bisschen leiser machen. Ich weiß ja nicht, ob man dich hört. Ich wurde nicht gewarnt, dass hier irgendwelche Aliens rumlaufen. Zum Glück konnten wir sie besiegen oder sowas. Oder, naja, keine Ahnung. Zum Glück konnten wir sie, also der Gem ist nicht allzu weit weg. Wir müssen nämlich hier in der Zeit, in der Zukunft die Gems finden. Das ist unsere Aufgabe. Und wir sollen ihm folgen. Aber wem folgen? Andere Richtung. Du hast einen Krampf? Du musst laufen. Guck mal, da hinten liegt was. Was ist das? Das sieht cool aus. Ich will das haben. Was ist das hier? Kann man rennen eigentlich? Nee, ne? Irgendwie eine Lampe. Ja, man kann rennen. Du kannst rennen, wenn du die Rennen kaufst. Was ich getan habe, deswegen kann ich laufen. Komm her, ich knall dich ab mit meiner Laserwaffe. Hier meine Laserwaffe. Piu, piu. Also wenn man dem Gem-Locator glaubt, dann ist er hier in der Nähe. Und ich glaube, dass hier bestimmt keine Obby drin ist, hoffentlich. Also offenbar ist da wahrscheinlich doch eine Obby drin. Und du musst die Obby wieder ausgekackt. Lars, du darfst nicht sterben. Lass mich die Obby machen, okay? Du darfst nicht sterben. Fang gar nicht erst an am besten, ich weiß es nicht. Ich glaube, es muss nur einer schaffen. Und ich habe unendlich Leben. Wenn du stirbst, dann bist du draußen. Ja, okay, dann warte. Also warte einfach und bleib safe, genau. Okay. Unendlich Leben kostet nämlich irgendwie 1000 Robux oder sowas. Boah, was? Ja, Mann. Okay. Also wir sind jetzt gerade im Exit. Ich weiß nicht. Geht es hier weiter? Ich laufe mal ein Stück weiter. Go, ich bleib hier und ich geb die Rückendeckung. Bleiben die anderen auch alle stehen oder gehen alle? Nee, die laufen irgendwie alle wieder da rein. Aber ich will mal kurz gucken, wie es da drin aussieht. Oh nee, das machst du schön. Ich weiß nicht, vielleicht musst du es doch machen. Ich weiß es nicht genau. Nicht, dass du zurückbleibst oder sowas. Oh nein, ich gerade. Warte, ich bin auf der Platte. Werdet nicht teleportiert alle? Ja, ich bin da. Oh, zum Glück. Okay, alles cool. Nice. Ja. Oh, guck mal. Ich musste einfach gar nichts machen. Wie cool. Ja, oh, die anderen sind gestorben, einige, ne? Die sind nur noch voll wenige. Also, guckt mal, da hinten sind Watchtowers und die werden bewacht. Also die bewachen hier irgendwas. Und wir sollten weitergehen und den Gem finden. Okay. Und ich muss gerade niesen, aber ich unterdrück's einfach. Also, drücke den Hebel runter, um die Tür zu öffnen. Das hat jemand gemacht, so. Und das, was ist das? Ist das der Gem? Das ist er, das ist der Gem, den brauchen wir. Das ist Gem? Klicke den Gem an, habe ich gemacht, ist es meiner. Oh, gut, wir haben ihn jetzt endlich. Hier. Wo sind wir hier eigentlich? Ist das so eine Pyramide oder sowas? Ich weiß es nicht. Oder? Also, Dr. Time sagt, wir brauchen jetzt nur noch 4 weitere Gems. Und wenn wir die haben, können wir endlich zurückkommen. Und zwar wohin? Und unendlich... Achso, wir können unendlich viel grüne Energie dann erschaffen. Ich weiß nicht, ob du mitkommen solltest, Lars. Ich komme mit. Ich bin hinter dir. Ich weiß halt nicht, ob es hier wieder einen Jump'n'Run gibt oder sowas und man sterben kann. Was ist das hier für eine komische... Was zur Hölle? Okay. Was? Lebst du noch? Ich hoffe, ich bin irgendwie so halb im... Ey, ja, du kannst mit rauskommen. Es ist alles safe hier. Okay. Ja, da ist unser... ja, der uns hier mal hinbringt. Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Wie heißt denn der Typ nochmal? Ihr habt doch schon die anderen Folgen gesehen, oder? Tobi. Vergesst das immer, wie der heißt. Er heißt Günther. Ach, Günther. Hallo, Günther. Ja, Mann. Hallo, Günther. Hallo, Günther. Und wer bist du? Hallo, wer bist du? Wer sind Sie? Geben Sie mir eine Antwort. Ah! Also, I'm getting a faint power signal. Also er kriegt ein leichtes Power-Signal und das sollten wir untersuchen. Also scheinbar... Okay, dann gehen wir mit. Weiß er, wo ein weiterer Gem ist. Ich glaube, wir müssen hinterherlaufen. Diese Berge sehen immer aus wie Kuhhaufen, finde ich. Naja. Es sieht aus wie, Was ist das? Die getrocknete, harte... Das kann nicht sein, Schokolade. Sagt er. Ja, Schokolade. Lecker. Probier doch mal. Ja, das ist ein Schokoladenplanet, Izzy. Also das ist ein Rover, ein Curiosity-Rover. Und der ist ein sehr, sehr seltenes Relikt aus der Vergangenheit. Ja, mit sowas wurde der Mars erforscht, ne? Und einige Batteriezellen könnten helfen, um ihn zu reparieren. Und dann könnte er wieder funktionieren, sagt er. Aha. Wir müssen Batteries finden. Ja, die habe ich schon gesehen. Ich habe doch gerade eine Batterie hier reingelegt. Ja, okay, jetzt hat es funktioniert. Also, sie lebt wieder. Wer lebt wieder? Ich lebe. Oh, oh. Oh Gott, was? Ein Sturm? Ich glaube, wir müssen hier weg, Lars. Hier kommt wirklich ein Sturm und wenn wir hier nicht weggehen... Wusstest du, dass eigentlich der Mars aus Eis besteht, weil es da oben so kalt ist? Aber jetzt ist es hier gerade heiß und stürmisch. Wir müssen irgendwo uns unterstellen. Ich weiß nicht, wo ich mich unterstellen soll. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, in das Ding rein. Du musst hier reinkommen. Oh, ich komme, ich komme. Komm rein, komm rein, schnell. Oh mein Gott. Okay, ich bin drin. Kommst du auch? Oh, das ist knapp, das ist knapp. Das ist runter, Lars. Runter. Okay, ich bin safe. Oh, ein Glück, ein Glück. Also, wir müssen warten, bis der Sturm weg ist. Na gut, dann warten wir halt einen kleinen Moment. Ne, mein kleiner Noob? Hey. Nicht du, ich habe hier einen Noob-Bot. Ich frage mich, was das jetzt, wie lange das dauert, bis der Sturm weg ist. Ich meine, wir sind ja schon eine ganze Weile hier drin. Aber gut, ich habe meine Laserpistole. Falls hier Aliens kommen, wehre ich die einfach ab. Der Sturm geht schon lange, ne? Bam, du bist ein Alien, bam, du bist ein Alien. Hey, da kann man sich eine Rifle holen an der Seite. Nicht rausgehen! Aua, oh, oh, die gibt's auch drin, Lars. Die wird doch auch hier drin verkauft. Wieso willst du denn draußen eine holen? Weil ich lebensmüde bin. Ach so, ich bin auch lebensmüde. Mann, da gibt's ein Jetpack für 160 Robux. Das ist voll cool, aber ich gehe da jetzt nicht raus. Ich bin nämlich nicht lebensmüde, ich bin lebensfroh. Oh, oh, jetzt geht weiter. Was passiert? Es ist voll dunkel. Okay. Ich glaube, wir haben geschlafen. Also, der Sturm ist vorbei. Wir können wieder rausgehen. Oh, nice. Endlich. Oh, Gott sei Dank. Jemand wurde infiziert. Wer wurde infiziert? Ich? Was, du wurdest infiziert? Ja. Ich wurde mit irgendeinem... Ich habe so ein Ding auf meinem Gesicht. Was ist das? Oh mein Gott, wo bist du denn, Lars? Ich laufe jetzt auf euch zu. Ich bin furchtbar aus. Ja, ich habe was auf dem... Hör auf mich abzuschießen. Ja, ich muss mein Gesicht abschießen. Au! Also wir sollen dich töten, sagt er. Mach das weg, mach das weg. Aui, aui. Kann ich dich auch angreifen? Geh weg von mir. Geh weg, du bist infiziert. Doch, kann ich. Nein! Oh mein Gott, sorry. Oh nein! Oh Gott, wir haben den infizierten Spieler getötet. Ich bin auch gestorben. Aber ich glaube, du bist jetzt draußen, ne? Ich wurde wiederbelebt. Ich bin auch da. Bist du auch da? Lebst du noch? Ja, guck hier. Oh cool, du hast es überlebt. Oh nice. Ja, oh, ihr habt das Ding von meinem, ihr habt das Ding von meinem Gesicht operativ entfernt. Was ist das? Ja, richtig gut operiert mit Lasern und so. Oh mein Gott, ein UFO? Wo ist ein UFO? Daumen hier. Was? Stimmt. Da fliegt gerade ein UFO lang. Lass mal dahin. Lass es runterschießen. Was machen die da? Nein, es nimmt jemanden mit. Wir müssen versuchen, es runterzuschießen. Lol, die haben einfach einen geklaut. Nein, was? Tim wurde von den Aliens entführt. Er ist weg. Oh nein. Ja, aber die haben irgendwas da gelassen. Guck mal, da fliegt irgendwas, oder? Wir müssen ihn retten. Hey, der fliegt da einfach. Ja. Guck mal. Jetzt ist er weg. Oh, crazy. Ich glaube, wir müssen hier lang laufen. Der ist einfach gerade in der Luft gebracht. Ja, ich hab's gesehen. Auch am Anfang. Das sind Alienkräfte. Die sind diese Watchtowers. Ich weiß nicht, ob man die zerstören muss. Ich glaube, mach mal weg einfach. Okay, keine Ahnung. Ich geh mal hier lang. Wo ist mein Rifle hin? Achso, ich bin eben gestorben. Mist, ich bin auch gestorben. Ich muss mir noch die richtige holen. Warte, ja, aber voll komisch. Die hat mich 85 Robux gekostet. Ich weiß, aber du kriegst jedes Mal, wenn du stirbst, kriegst du wieder die schlechtere Waffe. Und deswegen laufe ich jetzt... Nein, Mist, die sind schon vorgegangen. Oh, nein. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich habe jetzt eine schlechte Waffe. Oh, das ist blöd. Also, es gibt keine Zeit. Die Marsianer werden kommen. Oh mein Gott. Müssen wir die Laser... mein Gott, das sind Laser. Du musst den ausweichen. Okay. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Nimm am besten die Waffe weg, dann läufst du schneller. Ich glaube, wir müssen hier lang laufen, oder? Der eine läuft schon vor. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das war so knapp gerade. Oh, versuch da bloß. Ja, ja. Ich glaube, du stirbst, wenn du da rankommst oder sowas. Ey, hier ist einer vor mir. Von so Beobachtungslaser. Ah, mein Bein. Das verbrennt dich einfach. Ah. Ja. Okay, ich hole mir jetzt kurz die coole Waffe. Ich habe nämlich die Laser-Rifle. So, come on. Und? Ja, ich hab sie. Hab sie, hab sie. Alles cool. So, wo geht's jetzt denn hier? Auf unserer Mars-Mission? Was machen wir als nächstes, Tim? Sag mal an hier. Ich meine, wie heißt der nochmal? Lars heißt ich. Günther. Nein, der Typ hier, der ist Günther. Wir haben ihn Günther genannt. Oh, der Günther. Oh. Was macht er denn jetzt? Ich weiß es nicht. Lass mal reingehen hier am besten. Es ist immer noch ultra laut manchmal, die Musik. Ja. Ich mach's nochmal. Also, ja, weil ich höre dich dann so schlecht. Jetzt. Ja, ja. Okay. So, gut, wir sind doch jetzt alle wieder sicher, oder? Können wir jetzt nach Hause fliegen? Oder was? Was machen wir denn als nächstes, Tim? Sag mal an hier, auf unserer Mars-Mission. Ich würde es gerne mal wissen. Also, unser Schiff wurde, ja, zerstört. Ja, das ist richtig. Das sieht nicht mehr so gut aus. Wie kommen wir denn nach Hause? Wir haben gesehen, dass die anderen ein Schiff hatten. Und das könnte vielleicht ein verrückter Plan sein, aber wir könnten eventuell dieses, ja, Schiff stehlen. Oh, das klingt nach einem verrückten Plan. Also, wir könnten das Schiff nutzen, um wieder zurückzufliegen zum Teleporter. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe mir jetzt nochmal die neue Rifle. Folgt mir und wir stehlen das Schiff. Du hast dir die neue geholt. Sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir nämlich zwei gute Rifles und haben mehr Power. Und er sagt, wir sollen jetzt ein Schiff stehlen. Na gut, also ein Dingsschiff halt von Aliens, ne? Lass mal gucken. Ist hier das irgendwo? Ein Ali-Schiff. Ein Ali-Schiff? Ein Ali-Schiff. Nee, er läuft da lang. Okay. Du bist scheinbar da hinten wieder hin. Ja. Wo auch immer dieses UFO gelandet ist. Also ob wir jetzt wirklich hier ein UFO stehlen. Aus. Also ich muss sagen, es sieht hier schon echt nice aus. Die Macher haben sich richtig was überlegt hier drin. Übertrieben cool. Und guck dir mal an, wir sind nur noch 3 Leute. Meteor? Wie Meteor? Was? Was? Takeover? Wir müssen nur in Deckung. Wir sollen in Deckung gehen? Hier ist... Da kann man keine Entdeckung. Da kann man nicht in Deckung gehen. Nein, pass auf! Oh, was? Was? Oh oh. Was? Nein! Unser Weg ist kaputt gegangen. Wir müssen eine andere Route finden. Okay. Ja, und wie? Er sagt, wir sollen ihm folgen. Da ist irgendwo eine Höhle vielleicht. Und dann können wir dadurch... Vielleicht? Ja. Ich verlasse mich nicht auf ein Vielleicht. Oh, hier ist eine Höhle. Oh. Das ist aber ein ziemlich genaues Vielleicht. Das ist ein sehr genaues Vielleicht. Du solltest sie eigentlich auch finden. Ich laufe ein bisschen vor hier. Ja, ich hab schon. Oh nein, was ist das denn? Ist es wieder ein Hintern, der uns auskackt? Nein. Also, wir müssen die Targets auf der anderen Seite der Brücke erschießen. Aber das Ding ist, da kann man runterfallen. Dieser dämliche Noob-Bot, der ist immer vor mir. Hä? Hab ich getroffen? Hä? Hä, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Muss ich die abknallen? Oder ja, ist der Typ nach da drüben abknallen, gekommen? Aber er ist einfach rübergesprungen. Am besten du springst nicht. Boah! Oh mein Gott, wie habe ich das gemacht? Oh, ich hab's auch geschafft. Hä? Kann man die abknallen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Irgendwie? Passiert irgendwie nichts. Oder einfach normal antippen. Oder müssen wir die hier abknallen? Ah, die hier! Guck mal, das hätten wir abschießen müssen. Oh, da ist ein Lasergate. Okay, nicht reinlaufen. Das müssen wir auch hier. Zack, so läuft das nämlich. Guter Job. Lass uns reingehen. Gute Idee. Aber wenn sowas auf dem Mars ist, Wenn, ja. Warum? Aliens! Lars, bleib drin, bleib drin! Ich kümmere mich um die Aliens. Oh mein Gott. Warte, ich habe doch auch eine gute Waffe. Ja, aber du kannst nicht so schnell laufen und vor allem wirst du nicht wiederbelebt, wenn du stirbst. Oh mein Gott. Okay. Oh, ich muss weg. Kill die Marsianer, bevor wir los müssen. Okay. Guck, warte, wenn die jetzt gleich despawnen. Ah ne, der hat das nicht gehabt. Da war eben sowas. Zack. Die haben so Helme auf und da kannst du da durchgucken, dann sieht das aus wie so eine Riesenlupe. Echt? Witzig. Okay, Leute, also wir haben jetzt die Marsianer geholt. Mal gucken, vielleicht kommen noch mehr. Wir müssen uns hier mal ein bisschen umschauen. Pass auf die Laser auf, der ist genau hinter dir. Er kriegt dich. Er hat dich. Nein. Und du lebst noch, alles gut. Und da sind wir bei dem Raumschiff. So, können wir das jetzt hier mitnehmen? Hinten geht's rein. Hier hinten geht es ins Raumschiff. Oh, das ist richtig dunkel, dieses Raumschiff. Da ist Tim draußen. Tim kommt auch mit. Hier. Ich glaube, der heißt Tim oder Jim. Ich weiß immer nicht, wie der heißt. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es auch nicht. Schnell, rein in das Schiff. Wir sind doch schon drin. Ich bin da. Upsa. Oh, und jetzt können wir endlich nach Hause fahren. Geht's jetzt nach Hause? Schiff stehlen. Ich denke mal, ich hoffe mal. Also jetzt sind wir im Weltraum. Und ich möchte, wenn ich zu Hause bin, Pancakes. Oh, ich liebe Pancakes. Wir haben es geschafft. Wir sind dem Mars entflohen. Und jetzt werden wir zurückgehen zum Teleporterring in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Aber warte mal, was ist das? Was ist was? Was ist was? Nein. Warte, was ist was? Die Marsianer-Schiffe greifen uns an. Wo? Was? Was? Ihr müsst ganz schnell einen Piloten machen, um... Warum muss ich fliegen? Warum? Okay. Hä? Ich verstehe das nicht. Muss ich jetzt angreifen? Vor allem wir fliegen mit 15 Kilometer durch den Weltraum. Hä, aber... Hä? Das kann ja lange dauern. Ah, was macht ihr da? Hä? Escape the Teleporter. Ah. Ich weiß nicht. Flieg ich gerade? Achso, ich glaube, jeder fliegt für sich. Jeder fliegt für sich, aber was müssen wir machen? Oh. Was ist denn das Ziel? Okay. Ich verstehe das nicht. Mit Q? Izzy? Ja? Ich bin gerade aus dem Spiel geflogen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich muss das Ding angreifen. Vielleicht doch nicht. Muss man da reinfliegen? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, jeder fliegt für sich. Ich glaube, jeder war für sich am Fliegen. Oder war das falsch? Nein, das war falsch. Ich bin gestorben. Oh nein, ich dachte, ich muss da reinfliegen. Egal, wir sind auch so wieder in der Lobby gelandet und haben das Ganze geschafft. Den Gem haben wir gefunden, von daher, YOLO, Leute. Yeah. Okay, Freunde, das war unser heutiges Zeitreise-Adventure. Wir haben mit Roman noch ein paar Maps gespielt, die kommen auch noch. Nice. Übertrieben coole Maps, ne? Ich finde auch. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auch mal einen dicken Daumen oben da. Wir sehen uns natürlich morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Bis dann, einen wunderschönen Tag und hasta la pasta. Yeah.